Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam, wir haben jetzt noch den 5.5.2016 und in einigen Stunden ist das Maghrib-Gebet. Das Maghrib-Gebet, das Abendgebet, ist der Anfang der Nacht. Und im islamischen Sinne fängt der neue Tag mit der Nacht an. Das heißt, ab dem Maghrib-Gebet haben wir den ersten Ramadan. Das heißt, ab dem Eintritt des Fajr-Gebets fängt der neue Tag an. Aber fängt das der Fastentag an. Aber heute ist schon der erste Tag des Tarawih-Gebets. Und das Tarawih-Gebet, dieses Nachtgebet im Ramadan, ist eine der wichtigen Ibadah-Taten im Ramadan. Es ist keine Pflicht, es ist Sunnah, aber es ist sehr wichtig und man hat einen riesengroßen Lohn zu erwarten, wenn man es tut. Man kann es am Anfang der Nacht beten, man kann es auch am Ende der Nacht beten, wo man es normalerweise Tahajjud nennt, ja? Oder Qiyamul Layl. Und der Prophet alayhi salatu wasalam sagte, oder Aisha berichtet vom Propheten, dass er dies nie mehr als 11 Rakats gebetet hat. Das heißt, er hat 8 Rakats, immer 2 Rakats, dann Taslim gemacht, 2 Rakats Taslim, 2 Rakats Taslim. Und am Ende hat er einen Rakat einzeln gebetet. Es gibt auch Überlieferungen, dass er 3 Rakats auf einmal gebetet hat, wobei er aber im zweiten nicht zum Tashahhud sitzen geblieben ist, was die Hanafiten machen, und natürlich wir wollen nicht gegen den Madhab Hanafi reden, weil das ein Unterschied sein soll zum Maghrib-Gebet. Aber ganz einfach, immer 2 Rakats, das Lim, 2 Rakats, das Lim, 2 Rakats, das Lim. Am besten ist es in der Moschee, aber wer das nicht schafft, in der Moschee zu beten, kann es auch bei sich zu Hause beten. Und er kann es auch beten, indem er beispielsweise nur mit Qul Huwallahu Ahad betet. Ja? Deswegen verpasst diesen Ajr nicht, denn der Ajr ist gewaltig. Ich will diesen Ratschlag geben, damit die Muslime daran festhalten. Macht viel Dua für eure Geschwister in der ganzen islamischen Welt. Denn der Prophet a.s. hat gesagt, Man kama Ramadan iman wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqadda min dhanbi. Wer den Ramadan steht, aus Glaube heraus und mit der Hoffnung auf den Lohn, der wird Allah vergeben, was seinen Sinn gemacht hat. Deswegen, wenn ihr es nicht schafft, in der Moschee zu beten, so betet dieses Gebet trotzdem zu Hause und ihr müsst nicht unbedingt stundenlang stehen, sondern ihr könnt es auch in kurzer Zeit machen. Hauptsache, dass ihr es macht. Wer mehr macht, wer länger steht, so ist es gut. Wer länger Sujud macht, so ist es gut. Wer es kürzer macht, so ist es Alhamdulillah besser, als wenn man es gar nicht macht. Aber macht es. Versucht es zu praktizieren, versucht es durchzuziehen. Und wer es gar nicht macht, der hat keine Sünde begangen, weil das eine Sunnah Mu'akkada ist. Eine bestätigte Sunnah, die wichtig ist, aber es ist keine Sünde. Deswegen, weil es gibt dann wieder einige Leute, die sagen, ja, wenn du kein Ramadan-Nachtgebet betest, dann hast du gar keinen Ramadan. Das ist Quatsch mit Soße. Dann noch etwas anderes, die Niyya zum Fasten. Der Prophet alayhi salatu wasalam hat gesagt, und das wird von Hafsa al-Mu'minin überliefert, radiallahu anha, dass La siyama liman lam yafritu min al-layl. Kein Fasten für den, der es nicht in der Nacht sich zur Pflicht macht. Entschuldigung, das wird von Darakutni überliefert, nicht von Hafsa, sondern im Sunan von Darakutni. Ich weiß nicht, ob Hafsa die Überlieferung ist, diejenige ist, die es überliefert. Band 2, Seite 172, also kein Fasten, für denjenigen, der es nicht in der Nacht zur Pflicht macht. Die Nacht beginnt ab Maghrib bis Tulu' al-Fajr. Dann in der Überlieferung von Tirmidhi, Hadith Nummer 730, das ist von Hafsa, da wird gesagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man lam yubayyid as-siyama qabla al-fajri, fala siyama la. Wer das Fajr nicht zur Pflicht macht, also die Niyya dafür nicht vor dem Fajr zur Pflicht macht, der hat kein Fasten. Das heißt, man muss das Fasten, mein Pflichtgebet, vor dem Fajr haben. Von Maghrib bis Fajr ist die Zeit. Und diese Niyya wird nicht gemacht, indem man sich vor den Spiegel stellt oder irgendwie sagt, ich habe vor, morgen für Allah die Niyya zu haben, sondern die Niyya ist im Herzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Wecker stellst, dass du morgens aufstehen willst, du gehst zum Beispiel nach dem Isha-Gebet ins Bett, stellst den Wecker, damit du aufstehst für das Suhur, um das Frühstück zu nehmen vor dem Morgengebet,
und du verschläfst, dann hast du trotzdem die Niyya schon vorher gehabt, weil sonst hättest du ja den Wecker nicht um diese Uhrzeit gestellt. Ja? Das heißt, wichtig ist, dass man diese Niyya im Herzen hat. Die wird nicht ausgesprochen, sondern man muss sie einfach haben. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.